Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu. Ich schieße random durch die Gegend, weil ich nicht gesehen habe, dass ich eine Waffe in der Hand habe. Und heute gehen wir nicht nach Osten, leider. Obwohl es da sehr interessant aussieht. Nein, wir gehen nach Norden, aber das ist auch recht interessant. Ja. Wir gehen da hinten in die Siedlung und gucken, ob das unsere gesuchte Brücke ist. Und wenn ja, dann freue ich mich echt einen Keks, weil diese Karte ist der letzte. Das ist der Horror. Wenn es mehrere Orte gibt. Das ist immer so, schrecklich. Aber ich weiß nicht. Ich sehe hier nämlich keine andere Brücke. Es sei denn, weil die Brücke kaputt ist, sieht man sie vielleicht nicht. Ja, vielleicht kriegen wir da hinten einen Mothman-Flügel. Sieht irgendwie nach Mothman aus, oder? Mothman-Museum. Könnte sein. Dann schauen wir uns da ein bisschen um, vielleicht kriegen wir einen Flügel. Denn offensichtlich waren wir da noch nicht. Bienen! Ach komm, offensichtlich kann ich Bienen nicht fotografieren. Sie greifen mich an. Lass das. Und dann klaue ich euren Honig. Aha! Unendlich haltbarer Honig. Und er ist mein. Bezieht euch. 17 Erfahrung dafür. Das ist schon lächerlich. Vielleicht wird die Brücke nicht angezeigt, weil sie kaputt ist. Drückt mir die Daumen. Ansonsten lasse ich die Karte erst aus. Also, wow. Diese. Schlimmeres habe ich bisher noch nicht gesehen an Karten. Zwei Brücken finden. Na, guck mal hier. Hier ist die Pferdebrücke. Und wir gucken nach Norden. Oh, das könnte sein. Da unten ist ein Schatz! Ja. Bauplan Eisautomat, okay. Patrone und Impro. Irgendwas. Ich hab's gefunden. So, damit haben wir die Bienen. Und den Blutkäfer. Sehr schön. Komm der Sache näher. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute? Wo zur Hölle sollte. Wieso wird hier keine Brücke angezeigt? Das ist doch pure Verarsche, oder? Ihr könnt doch nicht so eine Schatzkarte machen und dann so einen Scheiß draus machen. Kommen wir hier rein? Also jetzt fühle ich mich echt verarscht. Also. Das vorher war ja nur ein Scherz, aber. Wow. Bifester, wow. Wow. Da sucht man auf einer Karte nach einer Brücke, bis man so verzweifelt ist und einfach denkt, dass ihr die Brücke gar nicht eingezeichnet habt. Und dann stimmt das auch noch. Ich fasse das nicht. Und da wir in der Nähe der Todeskralle sind, werden wir da auf jeden Fall gleich auch noch ein Foto schießen. Aber erstmal gehen wir ins Mothman-Museum. Kann ich mich einschleichen? Point Pleasant. Ah, ich bin eingeschlichen. So. Und einfach nur, weil ich die Statue so cool finde. Auch gerade, weil es dunkel ist. Ne, ich habe ein Foto gemacht. So. Halleluja. Wer jammert hier?
So, gibt's hier Movement-Flügel? Oh, Schrauben. Nehme ich gerne. Spüllappen. Wir müssen hier alles genau untersuchen, Leute. Ich brauche diesen Movement-Flügel. Ach komm, du kommst jetzt hier nicht rein, oder? Ich glaube, das kenne ich schon. Nehme es aber trotzdem mal mit. Übrigens waren die... Toneinstellung wird immer wieder verkackt. Weswegen ich die Radios gehört habe. Das ist cool. Kann ich das mitnehmen? Oh, bitte. Obwohl, man kann es wahrscheinlich kaufen. Im Atomshop. 100 Pro. Ihr müsst es mir gar nicht sagen. Ich weiß es. Wieso gibt es jetzt zwei Türen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie viele denn noch? Oh, ich kann dich tatsächlich noch nicht. Hilfsmittel, ja. Habe ich verdünntes? Ja. Charleston Herald. Du sollst es lesen. Fallakte? Da. Wo kommt ihr denn her? Sag mal, vögelt ihr da hinten rum und dann schickt ihr eure Kinder her oder was? Weil jetzt reicht's langsam. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Restrooms. Gucken wir mal hier rein. Ah. So. Aber ich habe mich hier noch nicht umgesehen. Ich brauche diesen Flügel. Ich weiß nicht, wann wird es sich mal Mottenmann sehen, der mich tatsächlich auch angreift. Ich meine, wir haben vieles, seitdem wir ein hohes Level haben, haben wir vieles nicht mehr gesehen, ne? Das sieht man irgendwie nur am Anfang, da zeigen sie, hehe, ich existiere, aber haue dann ab. Weißt du, dann alle 10 Jahre kommen sie mal und kämpfen gegen dich. Wenn du ein höheres Level hast. Ich weiß, wir waren noch nicht in den Restrooms drin, aber ich gehe erstmal hier hin. Spind. Ist ein angemalter Baum mit einem Schädel drin. Oh. Krank muss man sein. Predigt, Beschwörung des Mottenmanns. Predigt, 21. Oktober 2077. Wir, die Anhänger des Mottenmanns, streben nach der grenzenlosen kosmischen Weisheit des Mottenmanns selbst, denn... Sein Erscheinen verkündet das Unheil. Indem wir seine Warnungen beachten, werden wir überleben, während die Unwissenden ihr schicksalhafter Untergang ereilen wird. Wir begrüßen das Kommen des Mottenmanns mit offenen Armen und offenem Geist. Ja, wir werden ihn bereitwillig herbeirufen, auf dass er uns, die wir ihn verehren, erscheinen und seine Geheimnisse preisgeben möge. An all die wahren Gläubigen unter euch, findet euch heute Abend zur Zeremonie des Lichts am Götzen ein. O Mottenmann, wir heißen dich willkommen. Nimm unsere demütigen Einladung an und bewahre uns vor dem Untergang. Predigt, das Ende naht. Predigt, 22. Oktober 2077. Der allwissende Mottenmann wurde herbeigerufen, allerdings hatte nicht jeder von uns das Glück, es auch zu bemerken. Bruder Charles sagt, er hätte den Mottenmann aus dem Augenwinkel gesehen und Geflüster von einer bevorstehenden Katastrophe gehört. Doch leider verschwand unser Erlöser genauso schnell, wie er Bruder Charles erschienen war. Der Mottenmann hat ihm Visionen von furchtbaren Fluten gezeigt, die am morgigen Tag hereinbrechen würden. Wir werden nur überleben, wenn wir in höhere Lagen gehen und dort verweilen. Anders werden wir von den Fluten fortgerissen. Wir werden unsere Brüder und Schwestern warnen. Diejenigen, die uns verspotten und sich vom Pfad des Mottenmanns abkehren, sollen ihre törichte Missachtung unserer Weisheit mit dem Leben bezahlen, während wir von den Dächern aus die tosenden Wasser preisen, die in der Morgendämmerung über die Welt hereinbrechen. Wir müssen also auf die Dächer, um zu erfahren, wie enttäuscht er war, als kein Regen kam und kein Wasser. Ach, guck mal. Ja, es sieht doch schon besser aus. Das ist ein Foto würdig. Nein, das ist kein Fotoapparat, Zero.
fühle mich hier wie so ein Tourist. Weil ich so muss überleben, mache aber Fotos. So, oh. Uha. Wie ist ein Schloss hier? Geht doch. Wow, kenne ich. Brauche Mottenmannflügel. Das war ein Dreier-Schloss. Hallo? Da muss doch mehr drin sein. Ein Mottenmannflügel zum Beispiel. Ich meine, das kann ja auch eine alte Socke sein und einfach nur Mottenmannflügel heißen, oder? Probengefäß? Rituelles Gewand? Ist das nicht das, was ich anhabe? Das wäre schwer zu bekommen. Ich bin sexy. Anscheinend ist es nicht so schwer zu bekommen. Na gut, hätte ich auch einen Raumanzug anziehen können. Ah ja. Ja gut, dann weiter geht's. Wir müssen noch auf die Dächer rauf. Nicht vergessen. Die Dächer nicht vergessen. Was willst du denn von mir? Er hat mich böse angeguckt, habe ich ganz genau gesehen. So, kann ich hier irgendwas mit anfangen? Wir gehen das mal hoch. Nein, wir gehen runter. Naja, ist dann Zutritt zum Dach. Und dann laufe ich wieder runter wegen dem Scheiß hier. Also. Also. Oh. Ist ja da, wo wir waren. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir sind irgendwie in eine Tür daneben reingegangen. Da geht's bestimmt raus zum Dach. So, das werde ich mal kurz benutzen. Ja, scheint nicht wirklich interessant zu sein hier drin. Weiß nicht, warum das abgeschlossen ist. Vielleicht wollte jemand seine Schrauben von mir sichern. Dachte sich, nein, der Zero, der kriegt keine Schrauben. Ich schließe dieses Zimmer einfach ab mit meinem Billo einer Schloss. Weil der regt sich ja immer so auf. Hat er bestimmt keinen Bock drauf. Ja, super, geil. Was war denn das hier abgeschlossen? Ach, ich glaube, ich weiß, warum das war nicht abgeschlossen. Das ist das Dach. Gott, was bin ich denn so verwirrt? Ist wahrscheinlich, damit man sehen kann, dass da unten noch irgendwas Seltsames ist. Und ich meine, da waren wir schon. Ja, hier war das ja gar nicht abgeschlossen. Ich bin verwirrt heute, Leute. Alter. Als wenn ich mir nichts merken kann. Was? Das ist nicht das Dach. Das ist Verarsche. Zeig euch, wie das daraus sieht. So sieht das daraus. Kommen wir irgendwie noch höher? Ich weiß nicht, ich bezweifle, dass da oben irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Aber hier haben die gechillt. Na gut, das kennen wir schon. Habe ich was zum Kochen da, wenn wir schon hier sind? Das finde ich so toll, wenn ich keine Rüstung trage. Ich kann mich einfach hinsetzen. Okay. Meine Vermutung, dass das Heft hier liegt, ist, dass es einfach keiner haben will, weil es vollgepupst ist. Wenn sich da jeder draufsetzt, um das zu kochen. Oh mein Gott, die haben sich ja richtig auf den Dächern verbarrikadiert. Ach, das ist die Geschichte, warum die hier sind. Auf den Dächern waren. Whatever. Irgendwelche Nachrichten?
vermute mal, sie haben es nicht überlebt. Aber das war so, das war cool. Da kann man noch rein. Alles klar, und dann untersuchen wir halt weiter die Stadt. Was soll's? Ich hab Zeit. Und wir brauchen den Loot. Schrauben werden wir natürlich am liebsten. Badewanne. Schrauben werden wir am liebsten. Nicht Schraubenschlüssel, Schrauben. Ganz normale Schrauben. Spiel. Na, gehen wir mal hier rüber. Komm. Irgendwo muss es hier Nachrichten zum Mottenmann geben, wie man die beschwört. Und vielleicht startet das Event auch von hier oben. Mit dem Leuchtturm. Da. Aufbruch im Morgengrauen. Millie und ich gehen. Wir machen uns in der Dämmerung auf nach Süden. Wir wünschten, du würdest mit uns kommen. Falls du es dir anders überlegst, wir werden unsere Zeit morgen bei Levis and Sons unser Zelt morgen bei Levis and Sons aufschlagen und dann weiter zum Camden Park ziehen. Wir folgen dem Fluss in südlicher Richtung. Das hat doch nichts mit dem Mottenmann zu tun. Ich bin doch hier wegen dem Mottenmann. Manu. Aber Klebeband finden wir hier ohne Ende. Das gefällt mir. Ich glaube, sobald haben wir dann keinen Klebemangel mehr. Die sind ja alle schon tot. Dabei habe ich noch nicht mal was gemacht. Weil da bin ich OP. Die Kirche. Ah, also. Responder. Wahrscheinlich uninteressant. Ich mag die Viecher nicht, weil ich nie weiß, wer von denen jetzt ein richtiger ist und wer nicht. Nichts. Na, immerhin ein bisschen was, aber nicht das, was ich suche. Ich suche nach Informationen. Responder. Vor allem, die sehen ja auch alle noch so lebendig aus. Das ist halt das Seltsame an der ganzen Geschichte. Ja gut, die werden langsam blass und brüchig. Ich glaube, die hatte falsche Beine. Sehen nämlich ziemlich holzig aus, vor allem diese Kante da. Oder sie sind versteinert. Es sieht halt alles so versteinert aus, als wäre denen irgendwas anderes zugestoßen. Ich glaube nicht, dass das die Verbrannten waren. Oder? Ich meine, die werden ja auch zu Statuen. Nein! Oh Gott, ich war ja halb oben. Okay, ich laufe mal kurz zur Kirche. Wenn wir hier schon mal unten sind, dann können wir auch einen Blick in die Kirche riskieren. Keine Lukas, schade. Das ist nicht die Kirche, Sio. Ich weiß nicht. Ich war lange nicht mehr drin, deswegen weiß ich nicht mehr, wie die aussehen. Ist alles so neu für mich. Ja, aber klar, Responderlager. Wir sind eins. Warum seid ihr jetzt tot? Aber hier waren wir nicht drin, ne? Kann ja nicht sein, weil wir die Ecke hier noch nicht kannten. Naja, gut. Ah, was haben wir denn da? Ein Safely. Fleischerhaken, oh Gott. Man merkt, dass man hier in dieser Gegend früher hätte sein sollen. Aber es ist halt eine Open World, du kannst halt überall hingehen. Also. Ist ja ganz klar. Und man geht halt immer den Weg der Quest. Wenn die Quest halt irgendwo hinführt, dann ist das halt so. Ich meine, die werden ja auch so zu Stein zerschlagen, verwandelt, ne? Also ganz verkehrt ist es nicht, außer dass ihre Klamotten verschwunden sind.
Aber die könnten noch verbrannt geworden sein. Deutsch, Zero, wo ist deine Deutsch? Ach, scheiß drauf. Ich brauche keine Skill-Jumps. Ich gehe mal von diesem Weg hier. Okay, dann gehen wir halt da rein. Das müsste auch so ziemlich der letzte Ort sein, ne? Ja, da waren wir überall. Ja, dann finde ich das schade, dass hier nichts zum Mottenmann gibt. Also verdammt, das Mottenmann-Museum und dann keine Informationen. Huch. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Aber hier gibt's auch nichts. Hier gibt's Sachen? Wer kommt denn hier hoch? Außer aus Versehen. Ah, ich habe bestimmt irgendwas verpasst. Man verpasst immer irgendwas. Man kann nie zu 100% etwas finden. Es sei denn, man lässt sich wirklich Stunden Zeit. Aber dafür fehlt mir die Geduld. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wenn ihr glaubt, alles gefunden zu haben, ihr habt nicht alles gefunden. Erst wenn man im Internet guckt, dann hat man alles gefunden. Ja cool, man kann hier im Kreis laufen. Aber macht schon mal eine Menge Spaß. Dann springen wir mal hier runter. Ja, super. Ja, cool. Nix. Es sah alles recht vielversprechend aus und dann war da hier einfach nix. Wo geht denn hier? Ich habe ihn vor mir erschossen und er ist hinter mir gestorben. Ich habe ihn in die Vergangenheit geschossen. Ganz einfach. Weil er von da kam. So, ist das schon die Todeskralleninsel? Nö, das ist ein bisschen weit oben. Oder kann ich auch hinreisen? Kannst du mal sterben? Okay, fotografieren wir eine Todeskralle. Auch wenn ich da ehrlich gesagt auch gerne rübergehen würde. Aber weißt du was? Wir prügeln uns da durch. Wir gehen da lang. Ich habe die Zeit. Das gönne ich mir. Okay. Seltsam. Ich hätte schwören können, der Ente gehört zu haben. Hallo? Du kannst nicht in die Richtung gehen, geil. Ich habe da oben doch gerade was gesehen. Na guck mal. Wieso kann man da nicht hin? Ich höre hier doch was. Das kannst du mir nicht erzählen. Hm. Die verarschen mich. Ich bezweifle, dass die überhaupt existieren. Was ist denn das? Weißt du, schwirre da rum, aber man kann da nicht hin. Autsch, whatever. Kannst nicht in die Richtung gehen. Ich zeig dir, wie ich in die Richtung gehen kann. Na gut. Existieren die überhaupt? Hm. Das ist strange. Leute, eure Theorien zu diesem Vorfall. Was haben die da zu suchen? Um was zur Hölle kreisen die da? Die kreisen da um irgendwas. Aber man kann da nicht hin. Strange. Das heißt, alles, was hier hinter diesem Fluss ist, ist nicht begehbar. Ich höre hier eine verdammte Ente, das kannst du mir doch nicht erzählen. Habe ich jetzt Halluzinationen?
alles klar. Na gut. Seltsam. Die kreisen da um irgendwas, aber man kann es nicht sehen. Was zur Hölle, verfolgen die mich? Ich glaube, die kreisen um mich, oder? Nee. Nicht alles dreht sich um dich, Zero. Hast du nur mal Glück gehabt. Dabei habe ich nämlich immer das Gefühl, in League of Legends wird immer nur ich fokussiert. Hör mal, mache ich nichts. Gestern auch schon wieder. Habe es gespielt, weißt du? Ich bin ein scheiß ADC. Also ein richtiger, erbärmlicher ADC bin ich. Ich bin so schlecht. Schlechter geht's gar nicht. Und habe Caitlyn gespielt. Wir hatten aber noch eine, also ich spiele gern Arim. Und wir hatten halt noch eine Ashe im Team. Heißt du, die Ashe, die Nuts, die alle weg. Pentakill über Pentakill, also 15-2 irgendwie, weißt du? Und dann ist da so ein AP Malphite, der natürlich komplett burst ist. Und anstatt auf die zu springen, springt der die ganze Zeit auf mich. Und ich denke mir, what the fuck? Was hast du denn für ein Problem mit mir? Das passiert mir immer. Oh, ich habe irgendwas gegessen. Oh, ich habe einen Honig gegessen. Und das verstehe ich halt nicht. Was wollen die Leute von mir? Ich bin scheiße als ADC. Du wirst mich nicht one-shotten. One-shot doch lieber die dreimal einen Pentakill gemacht hat. Nein, nein, die Caitlyn da, ja. Die wird später das Spiel entscheiden. Die muss ich jetzt vernichten. Ist klar. Ups. Ich kann nicht mehr springen. Yeah. Ja, cool. Geil. Aber es war verdünnt, oder? Ich glaube, es war verdünnt. Erhalte doppelt so viele EP. Oh, wir haben Double EP-Weekend? Wow. Wusste ich nicht. Kein Wunder, dass ich so schnell aufsteige. Wir haben übrigens wieder einen Stufenaufstieg. Red X verdünnt, 9 Minuten. Was soll's. Gut, Freunde. Ich würde sagen, mit dieser tollen Story, wie mich alle in League of Legends fertig machen, weil sie denken, der Typ da, der so scheiße spielt, der muss sterben. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.